Entgegen der Ankündigung aus meinem letzten Video habe ich heute mal wieder ein klein wenig am Sexy-Motörle weitergemacht. Was ich heute so alles veranstaltet habe, seht ihr in diesem Video. Viel Spaß beim Ansehen wünscht euch der DaxTobi. Halli, hallo, hallöle und mal wieder recht herzlich willkommen zu einer brandneuen Episode vom DaxTobi. Doch bevor wir zum eigentlichen Thema dieses heutigen Videos kommen, möchte ich euch doch mal wieder dran erinnern, lasst doch bitte ein Abo da und aktiviert das Glöckchen, weil ihr dann immer auf dem Laufenden gehalten werdet, wie es mit diesen und mit meinen anderen laufenden spannenden Projekten weitergeht. Vielen Dank dafür, denn wie ihr wisst, freue ich mich über jedes neue Abo. Heute habe ich mal wieder am Sexy-Möhrchen ein klein wenig weitergemacht und zwar mir ging es darum, ich wollte so ein klein wenig Murksbeseitigung dann betreiben, denn dank meiner treuen Community, die mich auf einige von meinen Fehlern hingewiesen hat, wofür ich natürlich sehr dankbar bin, bin ich drauf gekommen, dass ich so einigen Murks dann eben eingebaut hatte in mein Motörchen beim letzten Mal und das möchte ich dann eben in dieser Ausgabe dann sozusagen bereinigen. Ich möchte also richtigstellen, was ich dann da letzte Woche an Murks veranstaltet habe. Dies und noch viel mehr könnt ihr dann in dieser Ausgabe sehen und dann würde ich sagen, dann legen wir doch gleich mal los, damit den ersten Murks, den ich die letzte Woche dann gebaut hatte, zu beseitigen. Ich wurde also im Speziellen von zwei meiner Zuseher darauf hingewiesen, dass ich speziell im Bereich der Kolben dann so einiges vermurkst hatte, was mir ehrlich gesagt beim Zusammenbauen von diesem Motörchen gar nicht sofort aufgefallen ist. Aber nochmals danke an diese beiden Zuseher, die mich da freundlich darauf hingewiesen haben. Zum einen habe ich mal gemurkst bei den Kolbenringen, wo ich dann den obersten und den zweiten Kolbenring nicht in die richtige Reihenfolge dann eingebaut hatte. Und der andere Fehler, den ich eingebaut hatte sozusagen, das waren dann die Kolbenclips, an denen waren so komische Nupsis dran. Die dienten eigentlich nur dazu, dass man sich leichter tut, damit diese Kolbenclipse einzusetzen. Aber dann eben diese komischen Nupsis, was da dran waren, die gehören weggemacht. Denn Hintergrund ist folgender, diese komischen Nupsis, was da an den Kolbenclips dann dran sind, die können dann zum Beispiel im Fahrbetrieb dann bei höheren Drehzahlen abbrechen. Es kann passieren, dass die dann den Kolben blockieren oder schlimmstenfalls dann für einen Kolbenklemmer sorgen oder dann, was natürlich auch ungünstig ist, dann abbrechen und dann im Idealfall nur, in Anführungszeichen, nur ins Kurbelgehäuse reinfallen. Man hat halt dann den Dreck im Motorgehäuse irgendwo drin, muss es aber trotzdem irgendwie rauskriegen. All das sind nicht unbedingt Optimalzustände und das galt es dann zu beseitigen. Und aus diesem Grunde habe ich dann mal wieder den Zylinderkopf abgebaut, den Zylinder habe ich abgebaut, habe dann den Kolben rausgemacht. Den Kolben musste ich deswegen rausmachen, dass ich dann eben an die Kolbenringe rangekommen bin. Besonders erstaunt war ich dann in dem Zuge, als ich mir dann den Zylinderkopf abgebaut hatte, dann habe ich dann das obere Ritzel von dieser Nockenwellenantriebskette, das habe ich mir nicht ausgebaut gehabt, weil ich habe gedacht, ja, das fällt doch sowieso ganz locker durch diesen Schacht am Zylinder dann durch. Ja, von wegen, das ging nicht so ohne weiteres durch, da musste ich also dann noch weiter abrüsten. Ich konnte dann in dem Zuge allerdings dann erst weiter abrüsten, nachdem ich dann einen Stehbolzen dann rausgedreht hatte. Dann habe ich den Kolben ausgebaut, dann konnte ich den Zylinder zurückschieben, weil andernfalls, da hätte ich dann den Kolben wieder versuchen müssen, in die Zylinderlaufbahn reinzufummeln und das Ganze wieder zurückzurüsten. Aber das wäre mir wieder auf gut Deutsch gesagt viel zu viel Gefummle und viel zu viel Gebastel gewesen. So dass ich dann eben einen Stehbolzen weggebaut hatte, dann konnte ich den Kolben dann auch problemlos entfernen. Wie der Kolben dann heraus war, dann konnte ich den Zylinder wieder nach unten schieben, konnte dann die Steuerkette dann rausziehen und das Ritzel dann entfernen. Also auf gut Deutsch gesagt, es war mal wieder sehr viel Gefrett. Aber irgendwann nach langer und harter Arbeit, da habe ich es dann doch geschafft, diesen Kolben freizulegen und auszubauen. Habe also dann diese alten Klipse dann oder die bisherigen verbauten Klipse dann rausgezogen mittels einer Zange. Habe den Kolbenbolzen rausgemacht und konnte dann den Kolben entnehmen. Im nächsten Zuge haben die Kolbenringe dann in ihrer Anordnung her korrigiert. Also diesen komplett schwarzen Ring habe ich in die Mitte gesetzt und den silbernen Ring, den habe ich nach oben gesetzt. Also so wie es sich gehört. So konnte ich es auch in diversen Anleitungen dann im Netz auch nachlesen. Also in dieser Situation dann wirklich Asche auf mein Haupt, dass ich da vielleicht mir nicht vorher die Anleitung durchgelesen habe, sondern dann eben auf gut Glück gesagt dann eben diese Kolbenringe dann aus der Verpackung entnommen habe, in der Hoffnung, sie werden schon in der richtigen Reihenfolge dann sozusagen vorsortiert sein. Da sollte man sich nicht drauf verlassen, also lieber nach Anleitung vorgehen. Ich habe mal wieder was draus gelernt, also von daher der Lerneffekt, der war dann gegeben. Als ich dann den Kolben auf diese Art und Weise dann vorbereitet hatte, habe ich mir dann als nächstes die Kolbenklipse vorgenommen und die hatten ja zuvor eben eine G-Form.
wie ich ja bereits erläutert hatte, die hatten da so einen komischen Nupsi dran, was allerdings dann eben nur eine Montagehilfe darstellt, weil man kann dann diese Kolbenklipse dann ganz einfach mit einer Spitzzange oder mit einer normalen Montierzange dann einsetzen, muss allerdings dann im nächsten Zuge eben diese Nupsis dann abbrechen. Und wie ich erstaunt festgestellt habe, da ist sogar schon bereits eine, ich nenne es mal Sollbruchstelle dann vorhanden, dass dann eben diese Dinger sich ganz leicht abbrechen lassen. Beim einen habe ich es also ganz locker dann sozusagen abgezwickt mit einer Zange mit relativ wenig Kraft, also das ging ganz gut raus. Beim anderen Clips, da wollte ich das auch probieren, jedoch ist mir der dann davon gehupft. Jetzt aber Glück in meiner Situation. Ich habe ja ein relativ gut sortiertes Teilelager und hatte dann noch einen anderen Kolbenclips, der dann da an der Stelle gepasst hat, noch auf Lager. Und dann konnte ich den dann an dieser Stelle einbauen. Konnte also dann weitermachen, ohne dass ich irgendwie unterbrechen musste, um dann zum Beispiel erst neue Teile zu besorgen. Also ich sage dann an dieser Situation dann auch immer, es ist immer ganz gut, wenn man ein kleines Teilelager hat und einen kleinen Vorrat. Dann kann es dann in solchen, in Anführungszeichen, Notsituationen dann auch weitergehen, ohne dass man seine Arbeiten unterbrechen muss. Nachdem ich dann den Zylinder und den Zylinderkopf wieder montiert hatte und auch die Steuerkette und das Steuerkettenritzel wieder am richtigen Platz hatte, galt es dann noch die korrekte Steuerzeit zu überprüfen und dann die drei Schrauben vom Nockenwellenrädchen dann entsprechend zu befestigen. Die Überprüfung der Steuerzeiten, die gelang mir heute mal wieder ganz prima, denn ich habe ja beim letzten Mal schon gesagt, ich habe mir die Kette bereits so ganz grob hingerichtet, dass ich dann eben mir eine Markierung gemacht habe, wo ich dann das Ritzel aufzusetzen habe. Und dann zu guter Letzt, als ich das dann alles wieder gesamt montiert hatte, habe ich das dann auch überprüft. Man kann also dann hier an dieser Stelle dann sehen, an der Grundplatte von der Takigawa-Zündung, da ist eine Markierung drauf, so ein kleiner eingeschlagener Punkt im Gehäuse, den habe ich euch jetzt hier an dieser Stelle mal rot markiert, dass ihr das dann besser erkennen könnt. An diese Stelle gehört dann das T von dem Polrad dann hingedreht. Alternativ kann man es dann auch zu einer Markierung im Motorengehäuse dann hindrehen, die allerdings bei mir nicht mehr so ganz hundertprozentig gegeben ist, weil diese Stelle war bei mir ausgebrochen, die habe ich ja dann mit Kaltmetall danach modelliert. Von daher kann man das also an dieser Stelle nicht mehr so eindeutig sehen. Es gilt also dann zum einen eben diesen Punkt dann eben, der mit T markiert ist, für oberer Totpunkt sozusagen, den zu kontrollieren, ob der an der richtigen Stelle steht. Und an der anderen Stelle, da sollte dann eben dieses Kettenrädchen oder dieses Antriebsrädchen von der Steuerkette, das muss dann mit diesem O nach oben zeigen, auf eine Kerbe hin, die dann im Zylinderkopf drin ist. Also wenn es ungefähr so aussieht wie bei mir an dieser Stelle, an diesem Bildchen hier, dann habt ihr alles korrekt eingestellt, dann sollte es also keine Probleme dabei geben, dass ihr dieses Motörchen irgendwie nicht zum Laufen kriegen solltet. Nachdem ich dann alles wieder soweit zusammengebaut hatte, konnte ich dann noch weitermachen an meinem Sexy-Motorle. Der nächste Schritt auf meiner heutigen Agenda, das war dann, dass ich mir das Ventilspiel genauer angesehen hatte, weil erfahrungsgemäß werden solche Zylinderköpfe dann nur ausgeliefert und da ist noch kein Ventilspiel korrekt eingestellt. Das muss man also dann im Zuge der Montageaktion dann selber machen. Und so habe ich mich dann natürlich auch dieser Sache angenommen. Ich habe also dann mein Fühlerlernband mir geschnappt und es gibt da so ein tolles Spezialwerkzeug zum Ventile einstellen. Das habe ich mir dann auch zu Hilfe genommen. Und auf diese Art und Weise ist dann das Einstellen vom korrekten Ventilspiel wirklich ein Kinderspiel. Ich mache einlassseitig immer als Ventilspiel 0,05 mm und an der Auslassseite, da mache ich entgegen der Vorgabe vom Werkstatthandbuch 0,07 mm. Hat folgenden Hintergrund: Auslassseitig ist das Ventil natürlich thermisch etwas stärker belastet und darum lasse ich da immer ganz gern ein klein wenig, also einen kleinen Hauch, sage ich immer, einen kleinen Hauch mehr Ventilspiel. Ja, und dann noch so eine Sache, der ich mich heute angenommen habe, und zwar der linke Gehäusedeckel, der sah mir wirklich nicht gar so toll aus, um ganz ehrlich zu sein. Ich habe da in einer von den letzten Ausgaben gesagt, ich wollte da bewusst so ein klein wenig einen antiken Look dann beibehalten. Also er war so ein klein wenig dann verkratzt, nachdem ich mit der Stahlwolle drüber gegangen bin. Ich habe also da den großen Fehler gemacht, ich habe das also nicht gescheit abgeschliffen, sondern in dem Zuge, wo dann da eben noch wirklich so ganz feine Riefen drauf waren, bin ich ja dann mit der Stahlwolle, die ich dann so ein wenig in Polierpaste getränkt hatte, dann da drüber gegangen und habe dann da eben gemeint, ja, auf die Art und Weise, da werde ich da schon für einen besonderen Glanz sorgen. Habe allerdings dann in dem Zuge nur dafür gesorgt, dass ich so ein paar Vertiefungen und tiefe Kratzer dann eingebracht habe. Und die habe ich dann auf gut Deutsch gesagt auf Hochglanz poliert. Schaut also nicht allzu prickelnd aus. Ich habe euch das dann hier mal in diesem Bereich dann so gesondert markiert. Also die Stelle, was ich euch jetzt hier so übertrieben eingefärbt habe, das ist dann so ein Bereich, an dem werde ich jetzt nochmals mit meinen Poliermaßnahmen dann drüber gehen.
Das sah also dann heute folgendermaßen aus. Ich habe mir verschiedene Sorten von Nassschleifpapier besorgt und habe dann angefangen mit Nassschleifpapier in der Körnung 400 erstmal vorzuschleifen. Da habe ich also eine Zeit lang dann geschliffen und ja, sozusagen vorpoliert. Und der nächste Zug, der war dann der, dass ich dann mit Nassschleifpapier in Körnung 800 drüber gegangen bin. So im Groben und Ganzen schaut es jetzt schon ein wenig besser aus. Also die gröbsten Kratzer sind jetzt raus. Auf alle Fälle werde ich noch weiterhin drüber gehen müssen. Ich habe also noch solche Schleifpapier, Nassschleifpapier dann bis in Körnung 2500 mir dann zugelegt. Und erst wenn ich dann da so eine richtig schöne glatte Oberfläche erzeugt habe, also sämtliche Kratzer und Riefen dann rausgemacht habe, dann werde ich da letzten Endes noch mit einer Feinpolitur dann drüber gehen. Nun gut, das soll es dann für diese Ausgabe gewesen sein. Mehr fällt mir nämlich nicht mehr ein. Ciao, ciao und bis zum nächsten Mal, euer DaxTobi.